Meine lieben Mit-Elysianer, ich weiß, ihr habt euch alle sehr auf diesen Tag gefreut. Leider muss ich euch mitteilen, dass Inspektor Cletus und dessen Begleiterin noch nicht wieder zurück sind. Wir können also immer noch nicht ausschließen, dass es unten auf Deponia Menschen gibt, die es irgendwie geschafft haben, bis heute im Schrott zu überleben. Oberkontrollrat Ulysses hat mir bestätigt, dass der Organon bereit ist, seine Bestimmung zu erfüllen. Sobald er mit dem Inspektionsteam aus den Ruinen des ehemaligen Porta Fisco zurückkehrt, steht dem spektakulären Startschuss unserer Reise nach Utopia nichts mehr im Wege. Es ist nur noch eine Frage von Stunden, bis wir dem Organon endlich das Signal zur Sprengung unseres Heimatplaneten geben können. Die gute Nachricht ist, aufgrund dieser Verzögerung bleibt die Wasserrutsche bis auf Weiteres geöffnet. Du gestörte Göre, schiebst mich vor die Türe. In Müllsack oder ein Riegel, du schiebst ständig was vor. So auch Gründe dafür, Konfitüre à la Bordüre. Konstatiere, dir fehlt das Gespür für Humor. Doch noch ist es nicht zu spät, putz mal dein Hörgerät. Rufus Geschichte ist noch nicht vorbei. Sie geht weiter da, wo sie mal kurz an Hold war. Und zwar auf Deponia. Capo Alfine, Spot an für Teil 3. Russa, Spot an für Teil 3. Deponia. Ein Fest der Sinne. Müll? Müll? Noch mehr Müll? Dichter Qualm? Moment mal, Qualm? Alarm! Was? Feuer! Guten Morgen, die Damen! Doc! Der Feuerlöscher! Ich wecke Bose und hol das Minensuchgerät! Moment! Ruhig Blut! Ich mache doch nur Frühstück! Grillhonig! Nicht schon wieder! Das Antiallergen ist im Schrank! Die Bärenfalle, Quatsch! Kein Grillhonig! Ich angle uns einen Fisch mit dem guten alten Tauchkran! Verdammt! Das ist neu! Kein Problem! Lass mich nachdenken! Wir müssten mittlerweile im Scherbenmeer sein. Haben wir noch genug Pflaster? Doc? Was? Das ist nicht das Scherbenmeer. Was? Richtig, da war ja noch was. Während ihr schlieft, hatte ich eine Idee. Was hast du getan? Ich habe eine stillgelegte Rampe zur Einschienenbahntrasse des Organon gefunden. Und da dachte ich mir, Bosos Kutter war doch früher mal ein Schienenfahrzeug, nicht wahr? Rufus! Was denn? Du hast uns auf eine Organon-Kreuzertrasse gesteuert. Ja, und die führt uns direkt nach Porta Fisco zur oberen Ausstiegsstation. Wo der Organon seine Hauptverwaltung hat. Und wo das letzte Hochboot nach Elysium vor Anker liegt. Das war doch der Plan, oder nicht? Ich nutze meine verblüffende Ähnlichkeit mit Cletus, um mich mit Goal an Bord zu schleichen. Aber... Na kommt schon, jetzt lasst uns erstmal was essen. Ha, das ist der Tauchkran. Es hat einer angebissen. Ich dachte, wir sind gar nicht mehr auf dem Wasser. Ja und? Wie? Ja und? Ja, was hat denn dann angebissen? Oh oh. Kacke. Ach so, ach ich bin dran. Entschuldigung, ich war gerade so fasziniert. Ich lehne mich da mal so ein bisschen rechts rüber und guck mir die Sachen dann immer an, die Sequenzen. Wo ist das Dach hin? Hallo? Open Air wohnen? Ich würde sagen, wenn gerade das Hausdach verschwindet, muss man die Gelegenheit für einen gemütlichen Plausch nutzen. Er wirkt unaufgeräumt. Jetzt wünschte ich fast, ich hätte seine Pillen nicht an die Robbenbabys verfüttert. Mit seinem Bart könnte man eine prima Schuhbürste herstellen. Hey Doc, alles klar?
Rufus, der Kutter bricht auseinander. Du musst etwas unternehmen. Und damit meine ich sicher keinen Smalltalk. Ja, ja, ja. Und sonst so? Na. Mach hier doch mal nicht die Pferdescheu. Wir haben jetzt frische Luft hier drin. Jetzt eh gestunken, weil hier irgendwas angebrannt gerochen hat. So, was macht der Fisch? Das Auge ist mit. Wir sollten zusehen, sonst bleibt nichts mehr übrig. So, hallo Boso. Er schläft wie ein Baby. Ein großes, gefährliches Piratenbaby. Ach, ist das schön, wieder hier zu sein. Ich freue mich. Ich muss dazu nochmal sagen, übrigens, herzlich willkommen natürlich zu Deponia 3. Ich kam noch gar nicht dazu. Es hat ein bisschen gedauert, bis wir gespielt haben. Warum, das habe ich ja eigentlich schon erklärt. Das lag natürlich daran, dass Dedelic die Großen gebeten hat, die größeren Let's Player, dass wir vielleicht ein bisschen später starten und so weiter und so fort. Jetzt ist der Startschuss da. Die Kleineren haben schon vorgelegt. Wer es noch nicht bei Rehawk gesehen hat, kann gerne hier zuschalten. Und ich bin mal sehr gespannt. Ich habe mich vorher selber nicht gespoilert. Alter Rufus, ich mach gerade die Introduktion, Drecksack. Jedenfalls, ich habe mich vorher selber nicht gespoilert. Ich hatte das Ding die ganze Zeit schon installiert. Aber ich fange jetzt erst an zu spielen, weil ich gerade das Go gekriegt habe von Carsten Wichtelmann. Viele Grüße an dieser Stelle. Ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Ich habe auch nirgends geguckt. Ich habe keine Lösung gelesen. Ich habe nichts gemacht. Ich habe nicht mal Screenshots geguckt. Alles, was ich weiß, ist eine gewisse Sache, die später kommt. So, jetzt aber aus Gründen, die natürlich offensichtlich sind. Was mache ich denn jetzt? Navigation! Na los, beil dich! Lauf! Da blinken zwei Lichter auf dem Radarfeld. Ein kleines grünes in der Mitte und ein großes rotes dahinter. Das kann nur eins bedeuten. Das Konfetti ist alle. Nein, Konfetti! Bei Konfetti muss ich immer an dicke Menschen denken. Konfetti! So, was machen wir denn jetzt? Pfanne, hier, Doc, wir gehen mal durch die Tür, die ja noch sehr dringend nötig ist. So, da bin ich mal gespannt, was mache. Spätestens jetzt wird Bose wohl einsehen, dass er einen neuen Kutter braucht. Oh, Rufus, du hattest ja so recht. Du bist so ein guter Freund. Tja, selber schuld, Fettsack. Konfetti. Zum Bug? Ich meine, was ist hier los? Was ist das da? Ich kann es nicht angucken, also existiert es auch nicht. Sonst haben wir nur in den Kutter. In Sarah Kuttner, muss ich ja mal denken. Aber egal, wir gehen mal zum Bug. Oh oh. Wo bleiben Sie, Argus? Ich habe gerade mit dem elysianischen Ältestenrat geredet. Sie werden langsam nervös. Wir sind auf dem Weg, Herr Oberkontrollrat. Inspektor Cletus und seine Begleitung sind an Bord. Es wird keine weiteren Verzögerungen geben. Das will ich auch sehr hoffen. Ulysses, Ende. Stoppen Sie die Maschinen, Argus! Cletus, Sie haben hier nichts verloren. Sie sollten in der Kabine bleiben, bis wir Porta Fisco erreicht haben. Das muss warten. Diese Frau ist nicht meine Verlobte. Legt seine Augäpfel aufs Waffeleisen! Das weiß ich doch. Sie ist eine Deponianerin mit einem Gehirnimplantat, in welchem sich aber auch die Datasette mit dem Bewusstsein ihrer Verlobten befindet. Eben nicht. Klingt das etwa wie Gohl? Kaut ihnen das Fleisch von den Fesseln! Gammelessig! Vielleicht hat sie gerade... Sie wissen schon, die Maler im Keller. Unfug. Dieser Rufus hat mich reingelegt. Wir müssen umkehren. Sie Unglückseliger. Herr Amtmann, da ist etwas auf dem Gleis. Das interessiert mich nicht. Überfahren Sie es doch einfach. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Der Inspektor hat nämlich noch etwas Wichtiges vergessen. Und wehe ihm, wenn er es nicht bald wiederfindet. Oppenbott, Sie begleiten Inspektor Cletus. Sehr wohl, Herr Amtmann. Die Maler im Keller, alter Jan. Das geht doch nicht. Oh Mann, ey. So, wir gehen jetzt auch mal, zum Heck. Eidiweidiwei, das fängt ja gut an gerade. Goal, Goal! Halt aus, ich komme! Was tut sie da? Das muss mich vorschieben. Oh, oh. Oh, oh. Oh! 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 Au. Oh! Oh! Signal Plus mit den zwei Streifen! Au. So, jetzt machen wir aber wirklich mal. Huch! Yay, yeah, jetzt! So, da sind wir auch schon. Schläge auf den Hinterkopf fördern das Denkvermögen, aber ob das was bringt, weiß ich nicht.
So, Kranhalterung. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Tja, ich würde sagen, Goal auf den Hintern schielen. Der Kran kann jeden Moment abbrechen. Ich muss jetzt irgendwas machen. Vielleicht mit Goal quatschen eine Runde. Goal, was treibst du da? Ich versuche, das Kabel zu befreien. Ach, nun komm da bitte runter. Das ist gefährlich. Und ich dachte immer, du kennst dieses Wort gar nicht. Und ob? Gefährlich ist mein zweiter Vorname. Ich meinte eigentlich bitte. Aber wenn du helfen willst, der Kran wackelt bedenklich. Du musst die Schrauben festziehen. Okay, kein Problem. Wir haben ja ein Schraubenfestziehgerät. Hände. Ein romantisches Plätzchen hast du uns da ausgesucht. Ins Theater wolltest du ja nicht. Die Sitze wären zumindest bequemer gewesen. Du könntest einen Anfang machen und die Schrauben festziehen. Ich versuche derweil das Kabel loszubekommen. Ist so gut wie erledigt. Die Frage ist natürlich nur, womit? Schraube Mitte? Schraube Mitte. Oh. Hm? Dann drehen sich die anderen. Schraube links. Nein! Ups. Was? Nein! Nein! Ich habe da ein schlechtes Gefühl. Kann ich das nochmal zurücksetzen? Ich drehe mich doch hier dumm und dämlich. Kann ich nicht Goal auf den Hintern schielen? Nein, das geht jetzt gerade nicht. Vielleicht mich ein bisschen umgucken, wir haben ja Zeit. Mir fehlt da echt eine Schraube. Haben wir eine Schraube im Inventar? Nein, natürlich nicht. Das fängt ja super an. Verdammt! Was mache ich denn jetzt nur? Ich drehe aber hier nochmal ein bisschen. Hoppla. Kommst du voran? Naja, ja. Es gibt Fortschritte. Gewissermaßen. Das ist auf jeden Fall richtig. Guck mal, ich drehe das fest und dann passt das. Oh oh. Oh. Was hast du getan? Das mach ich nicht. Verdammt, Rufus, wir werden runterfallen. Werden wir nicht. Ich rutsche. Kein Problem. Ich halte dich. Apropos Goal auf den Hintern schielen. Sie ist so süß, wenn sie... Wie geht's dir? Ich bin äußerst entsetzt. Ah ja. Sie ist so süß, wenn sie äußerst entsetzt ist. Da ist eine Schraube. Die Schnabeltierkolonne da hinten finde ich immer süß. Okay, festhalten. Hilft viel. Oh. Ups. Nanu. Wen haben wir denn da? Na, hä? Rufus natürlich. Weißt du denn gar nichts? Und wer bist du? Ach, nur ein Fan. Beachtet mich gar nicht. Ein was? Ein Fan? Genau. Aber mach doch einfach weiter. Vorher nur eine klitzekleine Frage. Wie genau wirst du ihn ausschalten? Wie ich? Was? Na, welche spektakuläre Rufus-Manöver wirst du einsetzen? Ach so. Ja. Das ist doch natürlich klar. Übrigens, sehr schickes Cosplay, mein Junge. Ich würde sagen, also Karate-Spezialtritt geht natürlich auch. Wir wollen natürlich nicht angeben. Schnürsenkel zusammenknoten geht auch. Verdunkelungstaktik haben wir damals bei Darkwing Duck gelernt. Ein Profi verrät natürlich niemals seine Tricks. Kein Plan, schlag es vor. Geht natürlich auch immer. Ich bin überfragt. Ich möchte alles auf einmal machen. Aber vielleicht weiß er ja irgendwas ganz Besonderes. Kein Plan. Schlag was vor. Der war gut. Ich meine, du bist Rufus. Du hast immer einen Plan. Ach ja, und wo du recht hast, hast du recht. Wir wählen natürlich die verdunkelte Schnürsenkel, Karate-Spezialtrick. Ich bin überfragt. Schnürsenkel zusammenknoten könnte hier natürlich hilfreich sein. Karate gegen den Typen, ich weiß nicht genau. Ich werde ihm die Schnürsenkel zusammenknoten. Aha, ein Detailshot. Lass mich nur schnell mein Teleobjektiv montieren. Bei euch ist wohl ein Ritzel rostig. Ich habe ja nicht einmal Schnürsenkel. Abbruch, Abbruch! Das Teleobjektiv ist da, aber der Adapter fehlt. Können wir die Schnürsenkel-Idee nach hinten stellen? Na gut. Naja, dann Karate-Spezialtritt, weiß ich nicht. Vielleicht verraten wir ihm den Trick einfach nicht, aber ich würde, glaube ich, die Verdunklungstaktik, weil er hat eine Maske auf, da kann man bestimmt was Tolles machen.
Ich werde ihn mit meiner Verdunkelungstaktik täuschen. Aha! Eine Restlichtaufnahme! Dann lass mich schnell meinen Blitz auf höchste Stufe aufladen! Verdunkelung? Du blöffst doch! Vielleicht ja, vielleicht sogar unbedingt. Ich werde wohl trotzdem mal meinen Restlichtverstärker einschalten. So, fertig! Du kannst loslegen, Rufus! Mann, das wird so episch! Okay. 1, 2... Ah! Ich bin blind! Ich bin blind! Und? Ja. Wow, du hast es wirklich geschafft! Tja, so bin ich eben. Wie hast du das nur hinbekommen? Warte auf das Foto. Und jetzt wirst du Goal retten, nicht wahr? Wen? Ach so, nie. Klar. Wie wirst du es anstellen? Alles zu seiner Zeit. Jetzt sollten wir uns erst einmal unterhalten. Sollten wir? Von Fan zu Idol. Oh, was für eine Ehre. Ja. Wir haben ja Zeit. Die gute Dame da hinten, die betätigt sich gerade sportlich. Das ist so ein bisschen Pilates, da wollen wir nicht stören. Ja, sag doch mal. Was treibt jemand wie du an Bord eines Organon-Kreuzers? Oh, das ist wirklich eine interessante Geschichte. In der es allerdings nicht um mich geht. Wir sollten unsere Zeit lieber mit relevanten Themen ausfüllen. Also mit Geschichten über mich. Oh, fein. Ja, dann sag doch mal. Du bist also mein Fan. Mein Name ist Barry. Ich bin meilenweit gereist, um nur ein einziges Mal mit meinem großen Idol reden zu dürfen. Ja, dann lass mich doch auch reden, anstatt mich mit deiner inhaltsleeren Vita zu langweilen. Ach, ist der nett. Naja, eigentlich haben wir ja Zeit. Wir sollten die Zeit für ein Interview nutzen. Wirklich? Solltest du nicht erst einmal Goal retten? Ach die, alles zu seiner Zeit. Ein echter Held muss sich auch um seine Zielgruppe kümmern. Wow! Du bist wirklich der Größte! Also, wo fangen wir denn an? Hast du mitbekommen, wie ich Goal aus den Klauen des Organon gerettet habe? Hast du gehört, wie ich hinter das Komplott des Organon gekommen bin? Weißt du, dass ich es war, der die Rebellion gegen den Organon aus dem Boden stampfte? Ist zu dir durchgedrungen, dass ich die Entvölkerung des Rostroten Meeres vereitelt habe? Eine kleine Fotosession kann man natürlich auch machen. Wie wäre es mit einer kleinen Fotosession? Oh, großartig! Ja, was wäre wohl ein geeignetes Motiv? Ich könnte dich fotografieren, wie du Goal rettest. Dann wäre sie auch auf dem Bild, oder? Würde das nicht zu sehr vom Protagonisten ablenken? Ganz im Gegenteil. Es würde deine Selbstlosigkeit unterstreichen. Meinst du? Na gut. Dann halte dich mal bereit. Und schön aufpassen, dass meine Selbstlosigkeit mit aufs Bild kommt. Ach Manno, ich wollte jetzt nur mit dem reden. Na, gespannt? Wie die Windhose bei einem Flugschnabeltier-Ei-Katapult. Wie lange beobachtest du mich eigentlich schon? Oh. Eine ganze Weile. Unheimlich. Unheimlich angemessen. Dann gucken wir den Barry natürlich auch erstmal an. Ein Fan. Das gibt's nicht. Eigentlich hätte ich doch schon viel früher eintreffen müssen. So, eine Kanone, ein Knopf. Was steht uns zur Verfügung? Und natürlich auch Goal. Ich muss sie schleunigst da runterbekommen. So kann ich ihre Unterwäsche ja kaum sehen. Ach so, das stimmt natürlich. Goal! Ich rette dich! Ach! Was sagst du? Mach doch, edler Retter! Man versteht kein Wort. Die nuschelt einfach immer. So, Kanone, guck mal. Die Kanone ist so montiert, dass die Achse direkt im Schussfeld liegt. Wie erfrischend unvorsichtig. Dann benutzen wir die mal. Warte, Goal! Ich schieße dich frei! Nein, alles nur das nicht! Ja, ich bin ein Kanonier-Ass! Mist, die Kanone hat einen Linksdrall. Gut, dann müssen wir natürlich erstmal ausrichten. Was ist das? Ein Hebel. Rufus und Hebel, gute Mischung. Genial, du hast die manuelle Geschwindigkeitskontrolle des Kreuzers gefunden. Genau, die manuelle Dingens. Ich spüre ein weiteres brillantes Rufus-Manöver nahen. Spür bitte, ohne so einen Krach zu machen. Okay, wir können jetzt abbremsen, wir können aber auch beschleunigen. Oh, nein, wollte ich nicht. Was für ein grandioser Auftakt. Wir haben Bosos Kutter geschrottet. Wir haben Goal in Unterwäsche gesehen.
Und wir haben einen cosplayenden Freund, einen Fan gefunden. Und überhaupt und sowieso, alter Schwede. Und jetzt, ich glaube, wir zerlegen den Kutter in der nächsten Folge komplett. Und ja, also wenn das der Anfang ist, ich will ehrlich gesagt nicht wissen, wie dann das Ende wird. Das kann ja heiter werden. Tschüss.